Gehe Deck auf 2700 Meter über Meer. Bei Altmano, im Skigebiet Leuheralp, ist der Arbeitsplatz von Markus Hasler und im Yannick Murmann. Die beiden Mechaniker sind für den Unterhalt vom Maschinenpark zuständig. In Yannick Murmann hat schon als Kind die schwere Maschine fasziniert. Ja, das war mir schon immer so. Wenn ich der Vaterschaft im Skigebiet, von dem her gesehen, habe ich das ein bisschen geerbt von ihm. Und ich früher schon Sport schon. Also, was Pistofahrzeug ist vorbeigefahren? Ich habe dem immer nachgelegt, dann habe ich mich nicht mehr für das Skifahren interessiert. Dann habe ich immer auf das Pistofahrzeug geschaut. Und ich habe schon früher angefangen, also mit 16 habe ich schon die ersten. Ich habe jetzt mit denen angefangen zu arbeiten, so in einem kleinen Skigebiet. Und ja, das hat sich also immer gesteigert. Und jetzt ist es wirklich ein bisschen eine Träume in Erfüllung gegangen. Ja. Sechs Pistenfahrzeuge umfasst der Maschinenpark. Vier davon werden für die Pistenpräparierung eingesetzt, die zwei anderen für Transporte oder für die Präparierung von Winterwanderwegen. Der Markus Hasler und der Yannick Murmann sind während der Wintersaison ständig im Einsatz und auf Abruf bereit. Am normalen Arbeitstag schauen wir, ob an den Fahrzeug Schäden sind. Die Fahrer teilen uns das mitteilen. Wenn das ist, hat das Priorität. Sonst machen wir Unterhaltsarbeiten, die im Winter betreffen. Einfach, zum Beispiel. Oder machen Arbeiten, die sonst mit dem Fahrzeugpark zu haben. Die Pistenbullis haben imposante Ausmaß. 490 PS stark, gut 5,5 Meter Spannbreite und gut 9 Tonnen schwer. Die Schneekolosser sind unentbehrlich, wenn es um die Pistenpräparierung geht. Entsprechend gut müssen die Fahrzeuge gewartet und unterhalten werden. Also, das kommt natürlich immer auf den Fall drauf an, wie aufwendig das etwas ist. Elektronik, Diagnose ist eher sehr aufwendig. Mechanische Schäden, bei mechanischen Schäden wird meistens das Bauteil ersetzt, was eher weniger aufwendig ist. Nicht nur die Arbeit an sich sei sehr interessant, sondern auch der Arbeitsplatz auf 2700 Meter über Meer sei sehr speziell, sagt Yannick Murmann. Es ist sehr abwechslungsreich. Man kann das arbeiten, wo andere Gäste Ferien machen. Und das ist doch super. Jetzt ist das Wetter nicht so schön, aber ja, man kann einen sehr schönen Arbeitsort arbeiten. Die Maschine ist interessant, wir haben eine grosse Abwechslung. Man macht eigentlich keinen Tag das Gleiche. Jeden Tag werden die anstehenden Reparaturen ausgeführt, damit die Maschinen am Abend wieder einsatzfähig sind. Also, unser Ziel ist, dass am Ende des Tages, also im Vieri, alle Maschinen wieder tiptop in Schuss sind und wieder auf der Piste sein können. Und ja, das ist aber am Morgen kommen wir Brüche, um 8 Uhr, sind auch früher, je nachdem. Und dann schauen wir, was ist kaputt, was ist zu flicken. Und dann gehen wir eigentlich sofort dahinter. Und nachher klappt das Gewändchen gut. Was hat zusätzlich isoliert? Gerade weil der Unterhalt von Maschinen sehr aufwendig und teuer ist, braucht es einen klaren Kopf. Es gehört schon zur Arbeit, aber man spürt den Druck schon, dass die Maschine einfach jeden Abend selten aus der Garage fahren und dass der Unterhalt einfach teuer ist, dass die Maschinen einfach teuer sind. Das gibt schon einen gewissen Druck auf einem, aber mit dem kann man eigentlich gut umgehen und lass dich da nicht so verrückt machen. Obwohl das mal vorwiegend im Tag unser Einsatz sei, kann es natürlich euch vorkommen, dass wir mal am Abend ein bisschen länger arbeiten müssen. Wir arbeiten grundsätzlich normal, vom Morgen bis am Abend. Wenn es nötig ist oder wenn es länger geht, dann kann es mal vorkommen, dass man bis am Abend spät noch da ist. Das ist also ein bisschen die Ungewissheit oder die Flexibilität, die der Winter mit sich bringt. Trotz Bergkulisse und Höhenromantik, nicht immer sind die beiden Mechaniker in der Werkstatt beschäftigt. Zwischendrin müssen sie schon einmal ausrücken, um ein Fahrzeug auf der Piste abzuschleppen.
Also mühsam. Wir haben schon Fall gehabt, als vorher auf der Piste steht, minus 20 Grad, hast du geguckt, so schneit wie verrückt. Und ja, da haben wir so Höhle unter das Fahrzeug graben, so unten hoch als Wasserflicken. Und ja, da bekommt man schon ein bisschen kalte Finger, aber irgendwas wie, es geht schon, es ist ja nicht Alltag. Und die Arbeit auf der Gandeck macht den EBD sichtlich Spass. Für einen reibungslosen Ablauf bei Unterhaltsarbeiten zu gewährleisten, sind wir euch auf die Hilfe von Pistenbullifahrern angewiesen, sagt Markus Hasler. Und die Zusammenarbeit klappt bestens. Also man ist schon angewiesen auf die Pistenfahrzeugfahrer, dass sie das sorgfältig machen. Aber da sind wir hier sicher sehr gut bedient. Die machen das sorgfältig und geben uns alles mit, was wir müssen machen. Und wenn sie nicht weiter wissen, dann auch wir weiterhelfen. Ja, das funktioniert immer reibungslos. Und so sind die Maschinen immer optimal gewartet, damit der Gast schon früh am Morgen bestens präparierte Pisten auf der Leucheralp vorfindet.